Hi, I'm Dot Masters, and I'm happy to be part of Stranded, the charity art auction. Hoping you raise all the money you need, and happy to be part of it. Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur Folge 28 von Gestrandet Last Exit Mallorca. Ja, auch diese Woche begrüßen wir euch und auch diese Woche starten wir wieder zu dritt. Ich sag mal Hallo in die Runde. Ja, dann sage ich auch mal erstmal Hallo, hier ist der Jens und Moin Moin an alle lieben Zuhörer. Und ich hoffe mal, dass wir euch heute wieder mit einer schönen Geschichte erfreuen. Wir haben ja die Weihnachtsgeschichte alle gehört und jo, der Andi ist ja heute auch da. Moin. Und was wollen wir denn dazu sagen? Ja, hallo erstmal. Die Weihnachtsgeschichte habe ich mir dann doch mal bis zum Ende angehört, weil ich bin immer so ein bisschen ungeduldig, wenn ich so lange Sprachnachrichten und sowas bekomme. Aber das Märchen habe ich mir von Anfang zum Ende angehört. Wenn ihr das auch gehört habt, wird sich wahrscheinlich jeder seine eigene Meinung oder sein eigenes Bild daraus ziehen. Aber Fazit ist, am Ende seht ihr, dass man auch mal zulässt, wenn zum Beispiel auf der Straße jemand ist und man sagt, ich gebe dir einen Euro, aber nicht für Alkohol, ist für den Hund, ne? Ja klar, dass man auch mal ein Bier trinkt. Es gibt ja auch verschiedenste Gründe, warum jemand auf der Straße gelandet ist. Den einen reißt das halt völlig aus der Bahn, fängt an zu saufen. Der andere war vorher schon Alkoholiker, hat dadurch alles verloren im Endeffekt und säuft natürlich weiter. Das ist ein großer Unterschied. Der eine macht es, um seine Probleme zu bewältigen, um mal einen Turn, einen Rausch zu haben, um mal nicht an den ganzen Scheiß zu denken, den er halt gerade so hinter sich hat und erlebt hat. Und genau das sieht der Kaplan genauso, ne, der ja normalerweise keinem Geld gibt und nicht hilft. Und sieht in diesem Mann einfach jetzt nicht, sage ich mal, so den Alkoholiker, Straßenpenner irgendwo, sieht jemanden, der abgerutscht ist und mit der Situation vielleicht so gerade nicht klarkommt und halt in einigen Momenten den Alkohol mal braucht. So hat er das ja am Ende auch gesagt. Ja, bevor ich jetzt was sage, der Jens will, glaube ich, auch noch was dazu sagen. Ja, also Andi hat ja voll den Wortspann. Ich muss dem vollkommen recht geben. Klar, ich meine, es gibt dann Situationen, da sagt man, komm, lass ihn den Rausch. Aber das muss man auch dann echt ganz ehrlich von Person zu Person abwägen. Man mag sich auch nicht co-abhängig machen, weil wenn man einmal gibt, dann kommt er immer wieder so in der Richtung. Da muss man schon differenzieren und ja, das ist echt ein kompliziertes Thema. Also ja, also ich finde, weil ihr jetzt auch so teilweise auf die persönliche Geschichte eingegangen seid, dass ich zumindest für mich bei dieser Geschichte das darauf reduziert habe, dass der Kaplan, oder so habe ich es gesehen, einfach Weihnachten gesehen hat. Und oder Heiligabend sogar konkret, ne, war es ja in der Geschichte. Und dass er quasi den Tag und den Moment auch dann genutzt hat, jetzt unabhängig quasi von ja, der persönlichen Geschichte, ne, ob einer wegen dem Alkohol abgerutscht ist oder ob das dann ja dazu gekommen ist, dass er einfach nur gedacht hat, hey, ja, gib dem 10 Mark, waren es ja damals noch, und ihn einfach selber entscheiden lässt, was für ihn diesen Tag jetzt zu Weihnachten macht. Jetzt klinge ich ganz, ganz böse und ganz hart. Ich muss da ganz ehrlich dazu sagen, ich bin ja zum Glück in Anführungszeichen nicht drogenabhängig, aber ich lebe lang genug auf der Straße und habe oft genug solche Menschen gesehen, dass sie jetzt wirklich abhängig sind. Für die ist der Tag eigentlich egal, denen geht es eigentlich nur um den nächsten Schuss. Und für die ist jeden Tag oder jedes Mal, wenn sie den nächsten Schuss oder die Schuss klingt jetzt blöd, das klingt jetzt nach Heroin natürlich. Ist natürlich bei jeder anderen Droge genauso, ob du das Crack rauchst oder dein Alkohol trinkst. Für den nächsten Rausch, für die ist halt jeder Rausch das nächste Weihnachten so gesehen. Also
von den ganz bösen Drogen abhängig. Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, dass man da echt differenzieren soll, wem man was gibt. Weil man muss einfach sagen, man kann nicht jedem Menschen helfen. Das klingt doof, ist aber so. Der Mensch muss sich auch helfen lassen wollen. Ja, Jens auch nur gerade zugehört und ich sehe das eigentlich genauso. Man sieht, wenn jemand wirklich da sitzt und sucht also wirklich nur irgendwie einen Euro oder irgendwas, damit er sich einen neuen Schuss setzen kann. Und dem ist ganz egal, ob morgen Weihnachten ist oder ob der Tag ist oder irgendwas ist, dem ist das Wurst egal. Und der Kaplan, wie der Nikolas schon gesagt hat, der hat sich einfach gedacht, Mensch, dem lasse ich an dem Tag mal sein Alkohol, soll er sich für den Zehner heute Abend mal ein bisschen was zu trinken holen, vielleicht auch mal einen Wein oder so, weil er hat wahrscheinlich auch natürlich ganz andere Erinnerungen, normalerweise Weihnachten und Familie und mit seiner Frau zusammen und so weiter. Und das ist der Weg, um da vielleicht mal dran, nicht dran zu denken, um das mal kurz abzuschalten. Das ist aber wiederum ganz was anderes, wie gesagt, jemand, der da sitzt und wo du von Weitem schon siehst, der nimmt den Euro auf jeden Fall. Nicht für den Hund, sondern für den Alkohol und auch nicht für Essen. Oder nimmt es für den nächsten Schuss, den er sich besorgen will, sammelt es an oder so. Ganz großer Unterschied. Aber schön, dass du da die Kurve nochmal gekriegt hast, weil, ich sag mal, in der Geschichte ging es ja wirklich auch jetzt nicht um harte Drogen, ne, sondern um Alkohol und genau. Mit der Alkohol ist auch eine harte Droge. Auf jeden Fall. Wenn nicht sogar die schlimmste, die es gibt. Das hatten wir ja schon, aber der Definition nach ist es halt eine weiche Droge. Ne? Deswegen muss man da schon unterscheiden. Und wie gesagt, es Bezug auf diese Weihnachtsgeschichte ging es ja um Alkohol. Und ja, ich denke auch, dass der Kaplan in dem Moment das dann auch wirklich wegen dem Tag auch ein bisschen anders genau, sieht, wie vielleicht die mal, anderen Tage. Ja. Lass ihn mal den Tag, kann er ruhig sich mal heute Abend ein Weinchen trinken, dann denkt er nicht eben an die Zeiten zurück, um einfach genau. Mal das ein bisschen zu vergessen. Ich denke, das ist ein ganz großer Punkt, der auch unterbewusst oder so unterschwellig in der Geschichte vermittelt werden sollte, weil das vielleicht auch gar nicht so einfach ist, ne? Speziell an dem Tag. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen viel geschimpft, also ich sehe es auch so. Ich meine, er hat sich gedacht, komm, lass den halt an diesem Tag mal seinen Rausch haben. Herrgott's Frieden, lass ihn mal in Ruhe schlafen, schön warm und gemütlich, so in der Richtung. Ich wollte jetzt nicht böse oder sonst irgendwas sowas sein, aber man muss halt echt immer die beiden Seiten sehen. Die es auch gibt, aber auch was gibt, du... Aber es gibt so Ausnahmen, weißt du, wo man sagt, doch, komm, lass ihn mal. Auch was du beschrieben hast, wäre wirklich, um ehrlich zu sein, in dem Moment speziell von dem Kaplan auch wieder sehr vorverurteilt gewesen, weil er kann ja bei diesem kurzen Kennenlernen und diesem kurzen Austausch das vielleicht auch gar nicht alles analysieren, ne? Und dann an der Tür zu urteilen, zu sagen, ach nee, da gibt es eh für Drogen aus oder für was auch immer, dann obwohl, ist er ja wieder Nikolas, so wie obwohl man Kollegen. Das ja sieht, wirklich. Du siehst, da hat man Gefühl, jemand hat ein, hast ein Gefühl dafür auch. Ich genau. Wenn ich zum Beispiel beim Eroski sitze und meine Sitzung mache, dann kommen so viele und sagen, hey, warum sitzt du da? Wie du ausschaust, du siehst doch aus, intelligenter, hübscher Typ, sitze ich da dementsprechend abgefrackt oder klopf an der Tür und da steht so ein Frack vor dir, das siehst du schon. Ne? Ich weiß auch, wie man sich verhält und wie es sich artikuliert, da kann man schon genau. Viel erkennen. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, was ihr sagen wolltet oder wollt, aber ich will quasi nur sagen, dass ja in dieser Geschichte, wie gesagt, der Kaplan als ein anderes Beispiel dasteht. Genau. Und wahrscheinlich auch dieser Person dann an diesem Tag mit der Motivation das Geld in die Hand gegeben hätte, um einfach ihm das Weihnachtsfest ein bisschen schöner, ja. Sagen wir es mal so, zu gestalten und halt anders zu sein. Ja, sehe ich auch so. Genau. Bevor er sich jetzt noch hier in der Kälte abrackern muss und machen und tun oder Pfand sammeln im Schnee, komm, hier ist ein Zehner, ab, tu dich auf, nach Hause hocken und ja. Und damals waren 10 Mark noch 10 Mark. Ja, das war noch viel Geld. Und damals, viel Geld, ja. Und damals gab es auch kein Pfand. Ah. Nee, stimmt, gab es ja noch gar nicht. Ja, eben, und jetzt seht ihr, wie man das am Ende sieht. Wir sind uns ja auch... Was heißt nicht einig oder der eine sieht es am Ende so, lass dem mal einen guten Tag geben, der nächste sagt, nein, niemals würde ich dem was geben oder wie auch immer, verstehe den Kaplan nicht. Ende vom Lied, also mein Fazit oder wie ihr das seht, weiß ich nicht, ist, dass er es einfach so sieht, dass er einen schönen Abend haben kann. Es ist der Heiligabend, machen wir in Anführungsstrichen mal eine Ausnahme und jetzt gebe ich ihm mal einen Zehner. Aber das wird nicht zur Regelmäßigkeit werden. So ungefähr denkt sich der Kaplan das.
Und das ist so mein Fazit daraus. Ne? Ja, denke ich mal. Ja, also ich denke auch, dass jeder soll sich sein eigenes Fazit daraus ziehen. Ich bin eigentlich mit dem Andi mehr oder weniger eigenstimmig. Lass den Kerl mal einen schönen Tag haben. Und du? Wie siehst denn du das überhaupt, Nikolas? Ja, so das eine oder andere habe ich ja dazu auch schon gesagt. Und für mich ist einfach so die wichtigste Message, und das lässt sich dann auch wieder, ja, auch ein bisschen auf die Motivation des Podcasts zurückzuführen, dass man so ein bisschen das Schubladendenken aufbricht und auch nicht immer gezwungenermaßen so handeln muss wie andere, nur weil das quasi die Norm ist oder man dann einer Diskussion entgeht. Weil augenscheinlich, so kam es für mich auch in der Geschichte rüber, hat ja auch der Kaplan darüber mit seinen, ich nenne es mal Kollegen, drüber diskutiert und sich ausgetauscht und war sich auch sehr wohl bewusst, dass er da anders handelt als die anderen und dass man sich auch von solchen Sachen einfach nicht abschrecken lassen sollte, ne? Unterm Strich. Aber auch da will ich gar nicht ja den Leuten so viel Input geben. Ich würde auch einfach sagen, die Geschichte kann sich ja jeder anhören und vielleicht auch eine ganz unterschiedliche Message oder Motivation daraus ziehen. Deine Message ist aber die, die wir eben auch thematisiert haben, dass du sagst auch, okay, lass ihn mal einen schönen Abend haben, lass ihn Weihnachten mal genießen. Das wäre dein Fazit auch. Ja, absolut. Also speziell, so wie ich auch die Geschichte verstehe, dass der Kaplan auch unabhängig von der Person der Geschichte an dem Tag das so sieht und das seine Motivation ist. Und da würde ich das auch ganz bedingungslos unterschreiben und ihm einen schönen Heiligabend dann wünschen. Ja. Und diese Folge löst Andi auch seinen Cliffhanger von letzter Folge auf. Wir sind gespannt, Sherlock Andy. Tja, Sherlock Andy war ich an dem Tag. Mein Kollege war Holmes, weil ich habe euch ja erzählt, dass mich jemand beschissen hat. Also nicht beklaut wurde wie Jens, aber das ist eigentlich noch schlimmer im Endeffekt. Das ist ein, in Anführungsstrichen, ich sage nicht Freund, ein Kollege immer schon gewesen, der sich aber ein bisschen als Freund und kam jeden Tag bei mir vorbei und den kenne ich auch schon länger, von daher. Also es ist nicht, dass es ein Bekannter ist von der Straße, so den Gerhard kenne ich schon ein paar Jahre und hat bei mir gesessen und wir haben ein Bierchen getrunken und wir haben geredet und er sagt mir, Andi, er hat eine Option, dass ich vielleicht aus dem Zelt komme, eine Finca für 600 € und darauf machen wir so Wohnmobilstellplätze und, hat mir Fotos gezeigt und wirklich jeden Tag, 14 Tage lang bei mir gesessen und irgendwann kam der Tag, war ziemlich am Anfang auch so, dass er zu mir sagt, Andi, hast du vielleicht mal 30 € für mich? Und ich sag so, doof wie ich bin, ich kann dir auch mehr geben. Ich sag, ja klar, kann ich dir geben, sag ich, wenn du mehr brauchst, sag Bescheid, ich habe ein bisschen was gespart. Ja, dann hat er den Braten gerochen und es blieb nicht bei 30 €. Über einen Zeitraum von 3 Wochen sind es dann 500 geworden. Also ich hatte mir fleißig 600 € angespart auf der Straße. Könnt ihr euch vorstellen, dass das nicht einfach auch ist. Also ich habe wirklich zurückgepackt und vom Minimalen gelebt. Und dann kommt so ein Arsch um die Ecke und meint mir, mein Geld abziehen zu müssen, um mir immer zu zeigen, er kriegt das, am Montag hat er sein Geld aktiviert, dann kriege ich es ja wieder. Und ich habe das geglaubt, ich Idiot. Ich habe das bis 500 € habe ich ihm gegeben. Und dann macht er sich auf einmal rar, von einem Tag auf den anderen. Nix mehr. Wochenlang. Auch alles jetzt vorm Winter halt, ne? Ja. Das war für die Monate jetzt gedacht, weil wir ja wissen, dass mal November kommt und so weiter, wo man den Übergang, wie ich jetzt zum Beispiel, ich sitze jetzt beim Eroski, mache meine Sitzungen wieder und da weiß ich, dass mal ein paar Wochen sind, wo nix ist und genau für sowas war es gedacht. Oder für ein neues Zelt, was ich mir kaufen wollte. Oder, ist ja ganz egal. Der Penner hat mir das aus der Tasche gezogen. Und meiner Meinung nach wohl wissend, ich habe die Kohle am Montag nicht. Aber ich frage trotzdem noch mal nach dem Fuffi. Und Montag erzähle ich ihm wieder eine andere Geschichte. Und so bin ich da halt reingerutscht. Ich habe dem wirklich geglaubt einfach. Naja, hat sich rar gemacht, gar nicht mehr geantwortet auf SMS, WhatsApp sowieso nicht, Telefon nicht mehr abgenommen, nichts, gar nichts. Ja, und da fängt man natürlich auch an, sich seine Gedanken so zu machen. Ne? Und man redet man irgendwann auch mal mit anderen Leuten darüber. Und dann kam raus, ich bin ja nur der Kleinste mit meinen 500. Dann kommt der Nächste, ja, mir schuldet dann auch 900 und. Und dann kommt einer an von der Garage, hier hat er auch noch eine Rechnung über 600 auf. Und der Nächste und so weiter. Also der hat das wohl wissend gemacht. Kann mir nicht erzählen, weißt du, dass er mal eben so, ich habe das nicht absichtlich gemacht, doch, er wusste, er kann es mir nicht zurückgeben.
Und das bei einem Kumpel, der im Zelt wohnt, der auf der Straße lebt. Das ist ja nochmal die, ne, ich sag mal, Krönung in Anführungsstrichen. Genau, genau. Und das ist natürlich eine Riesenschweinerei. So, dann sind natürlich hier an der Playa, die Playa ist klein, man kennt sich hier untereinander. Dann hat die Geschichte die Runde gemacht, wie gesagt. Dann kam auch raus, wo er noch überall seine Schulden hat. Und alle waren natürlich wachsam. Und der Tag kam. Zack, 11 Uhr, WhatsApp, Foto von einem Auto, Buggy-Touren, irgendwas drauf und darunter eine Voicemail von einem Bekannten, der einen Café hat. Hallo Andi, moin, das ist dem derzeit sein Auto, habe ihn gerade gesehen. Beim Vorabbiegen habe ich ihn durchgelassen und er hat sofort weggeguckt, aber das ist sein Auto, das steht da und da vorm Haus. Keine 30 Sekunden später, Telefon, der andere Kumpel, dem er 900 schuldet. Andi, hast du Zeit? Ich sage, ich liege noch im Bett, aber ich bin gerade in meine Jeans schon reingesprungen. Ich bin in 5 Minuten da. So, dann sind wir zu dem Auto, haben uns da getroffen, ich und der Karl-Heinz, das ist der, dem er 900 Euro schuldet. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir observieren jetzt mal das Auto. Ich habe mich ein bisschen weiter weggestellt, der Karl-Heinz auch ein bisschen weiter weg. Und dann kommt auf einmal so ein dicker Benz die Straße hochgefahren, wo ich weiß, dass das ein Kollege vom Gerd ist, mit dem er... Der macht eben so Satellitenantennen, Boxen, dass die hier Fußball gucken können und so weiter. Und den halte ich mal so auf der Straße mit der Hand an. Der macht die Scheibe runter. Ich sage, du, hast du den Gerhard in Österreich immer wieder gesehen? Dann sagt er, nö. Dann sagt er, wieso? Ich sage, du, wir würden uns gerne mal mit ihm unterhalten. Nö, habe ich nicht gesehen, das müsst ihr unter euch ausmachen. Aha, Mercedes fährt weiter. Ich, Karl-Heinz, sag Holmes. Da kommt gleich ein Mercedes. Ja, ich habe den Mercedes schon gesehen. Der hat dann in der Seitenstraße geparkt. Wir haben ihn genau beobachtet. Ging hinten die Klappe auf, Satellitenschüssel raus, Zeugs raus. Und dann ist er in die Straße reingegangen, wo ich stand. Und vor einer Tür stehen geblieben, geklingelt und in dieses Haus rein. Aha, also waren wir ja gar nicht so verkehrt. Das Auto von meinem, ne, der mich da abgezockt hat vom Gerd, stand in der Straße. Also musste er schon im Haus gewesen sein. Ja, Karl-Heinz sagt... Anni, jetzt ist der Matthias oben auf der Terrasse, macht die Satellitenschüssel und der Gerd hat sich schön drinnen gehalten. Ist nicht auf die Terrasse raus, der hat die Arbeiten drinnen gemacht. Ja, hat sich auch angehört. Es hätte ja so ein bisschen Braten vorher schon gerochen. Aber, wo sie dann Feierabend gemacht haben, ruft mich Karl-Heinz wieder an von der anderen Ecke und sagt, Anni, jetzt packen sie zusammen, sie sind fertig, die müssten gleich rauskommen. Ich sage, dann komm rüber. Karl-Heinz ist gerade bei mir, wir haben an dem Auto gewartet, klingelt dem Karl-Heinz sein Telefon. Vom Gerhard. Der sich wochenlang nicht gemeldet hat, weil sein Kollege ihm erzählt hat, natürlich, da unten steht einer mit dem schwarzen Hund und noch einer, die warten Zufälle auf dich, gibt's, Gerd. Ja. Ich bin, und dann sagt Karl-Heinz, Gerd, wir stehen unten an deinem Auto und warten auf dich. Ich komme sofort runter. Leute, der ist uns entgegengekommen auf dem Bürgersteig mit gesenktem Kopf, Arme nach unten, ist so 2 Meter vor uns stehen geblieben. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Soll ich ihm direkt mal in die Fresse hauen oder ihm seine Brille klauen, damit er nichts mehr sieht? Und er fing schon im Reden an, Jungs, das tut mir alles so leid und ich kann euch noch nicht mal mehr Ratenzahlung und mir geht's so. Ich habe nichts gesagt, mein Kollege hat geredet, ich habe ihn nur angeguckt. Ich habe mir extra meine Sonnenbrille abgezogen, habe ihn nur in die Augen geguckt, gar nichts gesagt. Und er war richtig am Zittern, dass ihm nicht Pipi an der Hose runtergelaufen ist, das war schon alles. Und dann waren wir beide einfach so gut und haben das geglaubt. Er sagt, er hat jetzt am Wochenende, da macht er eine Entrümpelung, irgendeinen Deal, er kann uns am Montag dann schon mal einen 100er geben. Da haben wir gesagt, Gerd, das ist ja, ne, das ist ja ein Anfang. Zeigt den Willen dann quasi auch. Genau, ne, und du, was habe ich davon, wenn ich ihm da eine Ohrfeige gegeben hätte oder die Brille geklaut hätte, hätte man am Ende gar nichts gekriegt. Ärger, ja. So, das war ja der Gedanke und 1000-mal sich entschuldigt und ich will ja mit euch nicht verscherzen und ihr seid ja und mir wichtig und. Will mir die Hand geben, sage ich, nee, Hand geben, das vergessen wir dann jetzt erstmal, ne? Aber Montag, ja, das war letzte Woche. Aha, der macht sich nämlich seit letzter Woche schon wieder rar, hat das Wort wieder nicht gehalten, Montag nichts passiert, am Dienstag habe ich ihn an die Strippe gekriegt. Und heute haben wir schon wieder Sonntag und er meldet sich schon wieder nicht. Ah, naja, wir wissen schon gar nicht mehr, was wir machen sollen. Ich meine, wenn er es nicht hat, kann er es uns auch nicht geben, das verstehe ich auch. Aber mach doch nicht jetzt schon wieder das Gleiche. Seit 3 Tagen nimmt das Telefon wieder nicht und antwortet nicht. Dann sag doch einfach ehrlich,
ich kann es jetzt nicht. Lass mich erst mal 1-2 Monate arbeiten, wieder auf die Füße kommen. Das ist meine Situation. Ich habe 6.000 Euro Schulden auf der ganzen Insel. Andi, so sieht's aus. Wir sind ja Kumpels, oder? Wir haben doch früher über alte Zeiten geredet und wir wollten noch Kumpels sein. Dann kann man auch über sowas reden. Da kann man vielleicht auch helfen oder wie auch immer. Ja, aber auch, weißt du? Ich sag mal, drüber reden und halt nicht, ne, ja, abziehen und sich rar machen. Weil ist ja klar, da machst du dir die wildesten Gedanken. Und ich sag, Gerd, du hast alles vorsätzlich gemacht. Du hast das alles, nein, und er ist ja derjenige, der verarscht. Ja, alles klar, du bist derjenige, der verarscht worden ist. Ja, und ich war noch nie in so einer Situation. Sag ich, ja, in welcher Situation bin ich, Gerd? Mir die 500 Euro wegnehmen? Was fällt dir denn überhaupt ein? Weißt du? Und da musst du noch ruhig bleiben. Da musst du echt noch ruhig bleiben. Ja. Ja, ich sag ja, ansonsten Geld bekommst du keins, sondern nur Ärger, ne, wenn du nicht ruhig bleibst. Das hab ich ganz genau gesagt, hast du halt letztendlich auch nichts gewonnen. Ja. Aber ja, wir haben das ja auch vorher schon thematisiert, das speziell bei jemandem zu machen, so wie bei dir in der Situation. Ich meine, bei Unternehmen oder anderen könnte man ja noch sagen, ja, gut. Das war ja auch in seiner Aussage halt zu hören. So. Er hat ja gesagt, ihr seid mir wichtig. Und dann sagt mein Kollege so, ach, und die anderen, so von wegen die anderen nicht so, weil eine Autofirma, wo er eine Rechnung offen hat, oder der andere, der Kohle hat auf seiner Finca, wo er genau weiß, der ist Millionär oder so, da sieht es ja, aber mit euch will ich es ja nicht verscherzen. Ach so, aha, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, das ist, was ich meine. Also ich finde es halt auch extrem schlimm, dann so einer Situation. Genau. Ja, aber mal sehen, wie es weitergeht. Sagen wir es mal so. Ja. Ihr wisst zumindest, dass er auf jeden Fall auf der Insel ist. Und er ist auf dem Kicker, er weiß das. Ja. Dass er überall gesehen wird, sobald er sich hier irgendwo aufhält und er wird von irgendjemandem gesehen, dann gehen 10 Minuten später die Handys und dann finden wir ihn schon. Und das zweite Treffen, ja. Und wenn wir ihn das nächste Mal erspähen, also wenn er gesichtet wird und wir sichtigen ihn, dann werden wir uns mal etwas inniger mit ihm unterhalten, sage ich mal so. Na? Guti, davon werde ich euch dann berichten, wenn es soweit ist. Wer weiß, wann es soweit ist. Du hältst uns auf dem Laufenden. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ich drücke die Daumen. Toi, toi, toi. Ja. So, ich wollte mich noch kurz verabschieden aus der Dreierrunde hier. Geh noch mal Hundenrunde Gassi. Ich glaube, es gibt ja noch ein paar Informationen über die Charity-Aktion. Und ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut. Tschüss. Ja, und da hat ja Andi schön für uns schon übergeleitet. Wir sind wieder bei dem Charity-Thema. 1-2 Worte noch zur Charity-Aktion. Wir haben von der Spedition Benzinger die Rückmeldung bekommen, dass die Pakete tatsächlich schon da sind. Und die werden jetzt auch in dieser Woche abgeholt. Heißt, da wird es auch noch bald was von uns zu hören geben dazu. Und vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Jetzt springen wir auch dann zur Charity-Auktion, die ja auch ansteht. Jetzt verschlägt es uns so langsam auf eine andere große Insel, nämlich nach England, Großbritannien. Und zwar haben wir da auch mehrere Künstler dabei. So viel will ich an dieser Stelle schon mal verraten, nämlich 3 an der Zahl, die sich bereit erklärt haben, an unserer Charity-Auktion teilzunehmen. Und wie ihr auch ja schon am Anfang dieser Folge wieder gehört habt, in der Sprachnachricht hat sich einer da auch schon kurz vorgestellt. Diese Woche stelle ich The Dot Masters vor. Er ist auch, wie schon erwähnt, aus England. Und hast du denn von dem schon mal was gehört? Kannst du uns denn dazu was sagen, Jens? Oder soll ich weiter in meinem Monolog verharren? Ja, nee, von Dot Masters und sowas habe ich tatsächlich schon gehört. Ich meine, ich kenne mich schon, ich bin jetzt kein Kunstfreak, aber so Picasso und sowas kennt man und Van Gogh. Aber jetzt Dot Masters, das ist ja so Street-Art-Kunst, die mit so Schablonen an Graffiti-mäßig was an Häuser ransprühen und ja, damit auch Zeichen setzen für irgendwelche Sachen. Ja, politische Zeichen und oder Ähnliches. Das stimmt, korrekt. Und vor allem auch Schablonenkünstler, kann man so sagen, auch richtig. Ja, was ich dann noch dazu sagen wollen würde, ich habe dir die Doku ja auch mal ohne was dazu sagen schon vor längerem geschickt. Banksy, und ja, da schlagen wir auch wieder eine Brücke, hat einen Film rausgebracht, beziehungsweise eine Dokumentation schon vor längerem, die auch Oscar nominiert war. Und da geht es so ein bisschen um die Geschichte, wie das Ganze losging. Und da werden auch natürlich nicht nur Street-Art-Künstler vorgestellt, sondern auch ein bisschen die ganze Street-Art-Szene und wie das Ganze so losging.
Und ja, was das Schöne ist, dass Banksy auch in dieser Dokumentation The Dot Masters als eine seiner größten Inspirationsquellen bezeichnet hat und The Dot Masters auch wirklich in der Doku vertreten ist, also mit Aufnahmen, die auch ja, damals gemacht wurden und er auch Teil, wie gesagt, des Films wurde. Ich will damit so ein bisschen unterstreichen, dass wenn man quasi auch Banksy kennt, er eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein Multiplikator von vielen anderen Künstlern ist. Und das sagt er ja auch offen und ehrlich. Da gibt es ja auch noch den französischen Künstler Black Lerette, von dem er sich die Ratte so ein bisschen, ich will nicht sagen gestohlen hat, aber sich diese zumindest ja, angeeignet hat und sich inspirieren hat lassen, wie er das nennt. Und deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, das zumindest zu erzählen, wo das dann auch herkommt. Die Root Kids, und man kennt das ja auch speziell von dem Gemälde, das geschreddert wurde, da war ja auch das Mädel mit dem Ballon. Ah ja, das kenne ich auch, das war voll bekannt. Genau. Und 20 Millionen, Hammer rauf und kaputt. Es waren, glaube ich, 2 und nach dem Schreddern war es dann 20 wert. Ja. Oder so. Genau, also das ist auch genau das, was The Dot Masters macht. Das sind die sogenannten Root Kids von ihm und das ist auch eine Serie, die er wirklich schon seit Jahrzehnten quasi an die Wände bringt. Und ja, so ich sag mal auf Deutsch die, oder vielleicht auch ein bisschen saarländisch, die Rotzbengel. Ja. Klingt super interessant. Und da haben wir tatsächlich auch ein Stück bekommen. Ein Root Kid ist dort zu sehen. Ich will gar nicht zu viel verraten. Ja, schaut euch das Bild auf Instagram dann an. Und jetzt kommt der Knaller, natürlich auch nicht wieder nur signiert und limitiert. Es ist tatsächlich die Nummer 1 von 5. Also das gibt es, so wie wir es bekommen, nur 5 Mal auf der Welt. Wir haben die Nummer 1 bekommen, direkt vom Künstler und auch versehen mit den Buchstaben AP, was Artist Proof bedeutet und was man ja in der Kunstbranche als, ich sag mal, die Probedrucke bezeichnet. Also die ersten Drucke, die von der Druckerei an den Künstler geschickt werden, um quasi das abzusegnen und ja, zu sehen, ob die Farbe und alles passt. Und die sind sogar normalerweise, weil sie auch seltener sind, ein bisschen mehr wert als die normale Serie und Edition. Wow, was für eine Ehre. Absolut, ja. Ich habe jetzt auch wieder natürlich einen längeren Monolog, ja, weil ich natürlich die Leute auch kenne, auch schon ein bisschen länger mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe und denke, ich kann da auch einfach ein paar mehr Informationen liefern, ist ja auch auf meinem Mist gewachsen, sagen wir es mal so. Und bevor wir dann in der nächsten Folge mit den anderen Künstlern aus England weitermachen, geht es jetzt erstmal mit dem Rückblick von Jens weiter. Und ihr werdet euch erinnern, da hatte Jens das ein oder andere Problem, weil er da erstmal ein bisschen ja, Geld bezahlen musste und ich sag mal erpresst wurde dann im Nachhinein. Aber da sind wir ja schon einen Schritt weiter und es findet auch die ein oder andere Veränderung statt, weil das ja witterungstechnisch mit dem Seifenblasenmachen nicht mehr so ganz funktioniert hat. Dann sind wir auch in dieser Folge wieder beim Rückblick von Jens angekommen. Und wie es dazu kam, dass Jens sich ja mit einem neuen Metier beschäftigt hat, wie er in der letzten Folge schon angekündigt hat, das verrät er uns jetzt. Jo, das letzte Mal haben wir geendet, dass ich das Joch abgeworfen hatte und dann der Herbst gekommen ist. So wie jetzt mittlerweile, ja Ende des Jahres, Herbst, Winter, Anfang. Hier geht es ja ein bisschen später los mit dem gefühlten richtigen Winter, wo es dann kalt wird. Ja, aber man merkt es dann schon am Tourismus, dass weniger los ist. Und klar, wir hatten das letzte Mal so auch nur den Winter mit Winddicker. Ja, dann war halt öfters Wind und ich konnte halt mit meinen Seifenblasen so gut wie nicht mehr arbeiten, weil, sag mal, 1-2 Tage die Woche, wenn man Glück hatte, ging es mit dem Wind, wenn man es abgepasst hatte von der Uhrzeit her. Und sorry, wenn ich eingrätschen darf, dann müssen ja auch gerade an den Tagen die Touristen vorbeikommen. Ne? Ja, dann muss man auch noch Glück haben, dass die richtigen Leute vorbeikommen, weil es ist ja auch immer Glückssache. Du kannst da stehen 2 Stunden lang und 100 Leute laufen vorbei und gucken nur doof. Du kannst 5 Minuten da stehen, Leute kommen vorbei, sind super begeistert. Und es ist eine Gruppe und dann fallen dann 5, 6, 7, 8 Euro. Da freut man sich dann natürlich. Also es ist immer Glückssache. Also immer noch, was ich jetzt mache, ist immer Glückssache. Ich sage auch immer zu den Leuten, du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
und dann hoffen, dass das Glück die richtige Person vorbeischickt. Sagen auch immer viele Leute, so jetzt im Winter ist nichts los. Klar, es ist weniger los, aber es macht nicht unbedingt die Quantität aus, sondern die Qualität der Leute und wie man sich auch selber verkauft. Egal, ich bin schon wieder abgeschweift. Trotzdem kannst du auch nichts erzwingen, aber ja, genau. Nein, man kann ja nichts erzwingen. Man muss hoffen, dass man die richtigen Leute zur richtigen Zeit trifft und die nett zu einem sind, auf gut Deutsch. Und auf jeden Fall habe ich dann natürlich angefangen, wenn regnerische Tage waren oder zu windig und morgens die Tür aufgemacht, du hast gesehen, die Bäume wackeln schon so rum, da musst du erst gar nicht runter an den Strand gehen, da ist viel zu viel Wind, da klappt nichts. Und dann bin ich ja wieder zurück mit Tequila spazieren gehen, von Mülltonne zu Mülltonne, Metall sammeln. Der Olli hat ja noch bei mir gewohnt und er ist halt seinem Ding nachgegangen. Er ist ja relativ unabhängig vom Wetter. Und ja, dann sagt er irgendwann so, Jens, ich habe jetzt so hier ein, zwei Wochen zugeguckt, wie du hier Metall sammelst, das zerlegst und machst und tust. Ja, jetzt kommt ja langsam die Weihnachtszeit, so weißt du, novembermäßig. Kurz zur Ergänzung, du bist dann vom Seifenblasen machen wegen Wind und Wetter wieder zurück zum Metallsammeln. Genau, okay. Ja, den ganzen Tag spazieren gehen, so 10 Kilometer in die Richtung von Mülltonne zu Mülltonne mit dem Rolli alles einsammeln, beziehungsweise dann hatte ich schon einen Einkaufswagen mit dabei, damit mehr reinpasst, weil ich dann auch angefangen habe, Schrott zu sammeln. Am Anfang habe ich ja nur Aluminium und Kupfer, weil das mehr bringt, gesammelt. Und wir hatten ja auch die Seifenblasen nebenher und da das Business dann besser wurde, haben wir ja nur die Edelmetalle gesammelt. Und da habe ich auch gesagt, so komm, ich nehme auch den Schrott mit. Dann fahre ich halt jeden Tag da hoch mit 150, 200 Kilo Metall im Einkaufswagen, den Buckel hoch ins Industriegebiet, da beim bulgarischen Schrotthändler abgegeben. Und und der Audi hat dann, wie gesagt, irgendwann gesagt, so, hey Junge, ich hatte einen Kumpel letztes Jahr, der hat sich mit seinem Hund im Winter, gerade hier zur Weihnachtszeit, immer vor ein Einkaufszentrum gesetzt und hat halt ja gebettelt im Prinzip. Also er hat nicht gebettelt, er saß nur da mit seinem Hund und seinem Hut davor und saß da und hat sein Buch gelesen oder sonst irgendwas geschlafen. Sitzung machen, ja, wurde ja schon erwähnt, ja, genau. Sitzung machen. Also es ist kein aggressives Betteln, Leute ansprechen, sondern einfach sich hinsetzen, sich mit seinem Ding beschäftigen und darauf hoffen, dass er dann irgendwann das reinschmeißt. Warum mache ich das nicht mit Tequila? Die ist doch eine kleine, süße Hund. Da würde ich doch mindestens genauso viel verdienen mit Metall sammeln in kürzerer Zeit und mit weniger Arbeit. Weil ich war da echt 12 Stunden am Tag mindestens unterwegs und habe noch das ganze Zeug auseinandergenommen und sortiert. Und ja, die ganzen Hände kaputt gemacht durch die ganzen Metallspäne und Splitter, wenn die ganzen Drähte auseinanderzieht. Und dann habe ich so, ja, ich will eigentlich nicht betteln. Also probier's doch mal aus. Ja, und dann bin ich halt auch dann hingegangen und mich auch dann hingestellt und so, ich kann sowas nicht. Ich habe gesehen, wie die anderen Leute da sitzen und dann mit ihm geredet, noch ein Tütchen geraucht und ja, gesagt so, ich kann das aber nur, wenn ich recht hemmungslos bin und habe ein Päckchen Wein geholt. Habe ein Päckchen Wein reingezogen, bin da dorthin, habe mir das so 5 Minuten, 10 Minuten angeguckt und habe gesagt, so komm, ob ich jetzt so unten im Park sitze und meine Decke liegen habe, wenn ich Seifenblasen mache und dort sitze oder hier sitze, ist es eigentlich eine Jacke wie Hose. Und dann hat auch ein Buch dabei und Decke hingelegt, schöne Napf aufgestellt für den Hund mit Essen und Trinken, einen Hut nebendran gelegt, ganz schnell mein Buch genommen und angefangen, mein Buch zu lesen und einfach die Leute zu ignorieren, die vorbeilaufen. Ein bisschen wie so ein Schutz auch. Ja, ne? Genau, weil ich habe mich echt schlecht gefühlt am Anfang. Und ja, dann hat es halt auch ein bisschen angefangen zu klimpern und Menschen haben auch angesprochen, ältere Spanier, und ich konnte ja zum Glück ein bisschen Spanier, und ja, wo kommst du her, und ja, süßer Hund. Und ja, der erste Tag war so gesehen schon hart, aber es hat sich gelohnt, so gesehen. Ich habe gesagt, oh, komm, das machst du weiter. Gut, ich meine, es war halt immer erstmal die Überwindung, sich hinzusetzen. Und deswegen habe ich es am Anfang so mehr oder weniger als Prinzip gemacht, dass ich erstmal ein Päckchen Wein trinke
und mich dann hinsetzt. Das habt ihr mir auch schon erzählt. Dumm macht, ist aber so, machen mehrere, weil es einfach die Hemmung fallen lässt, weil das ist schon eine Überwindung. Mittlerweile habe ich damit kein Problem mehr. Ich laufe da lange über Deck und setze mich hin. Aber am Anfang brauchst du halt die Überwindung, hast die Hemmung zu senken. Und hat Andi ja auch erzählt, beim ersten Mal speziell und am Anfang. Das ja, aber dann kriegst du, als, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, dann saß ich den zweiten Tag da, den dritten, dann saß ich eine Woche da, dann haben mich die Leute, also die Security von Supermarkt hat mich angesprochen wegen meinem Hund. Er hat auch einen Hund. Die älteren Leute, es war ja mitten in Palma im Zentrum, ja, im Prinzip, wir sagen mal, oder wir haben irgendwann mal den Begriff Bonzenstraße gemacht, also die Jaime Tresero. weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um diesen Namen zu lernen von dieser Straße? Ich meine, ich kann mir Namen schlecht merken. Und dann noch mit der Aussprache. Jaime oder Ram? Egal. Deswegen Bonzenstraße. Jaume der Dritte. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dann halt echt, dass die Leute positiv oder nett reagiert haben und den Hund gestreichelt und nett und freundlich. Also ich habe erst gedacht, so, mein Gott, Alter, du wirst nur beschimpft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, zu der Weihnachtszeit in Palma, die Mallorquiner, die Spanier dort, die sind alle nett und freundlich. Und da kamen auch Verkäuferinnen kamen raus, haben gefragt, ob ich Kleidung brauche. Dann war die bei ihrem Ehemann, hat sie mir noch erzählt, weil dann zwei Tage später hat sie mir ein paar Klamotten für den Winter gebracht. Bei Ehemann, ja, mal den Kleiderschrank ausgemistet und hat mir die Klamotten gebracht, weil ich ungefähr dieselbe Statur hatte. Der kam dann auch zwei Wochen später mal vorbei und hat mich gegrüßt und hat ein bisschen Kleingeld reingeschmissen. Also es war echt eine positive Überraschung, wie nett und freundlich die Leute hier waren und wie sie einen unterstützt haben in jeglicher Hinsicht. Rote Kreuz ist angehalten, kam da so ein Bus vorbei, von also Rettungswagenbusmäßig, die halten an, mitten auf der vierspurigen Straße, im Stadtzentrum, steigen aus, so, ah, du lebst hier auf der Straße, magst du ein paar Kekse, magst du Kakao, brauchst du eine Decke. So ungefragt halt auch, ne? Ja, ja, genau, die haben einfach gesehen, oh, da sitzt einer auf der Straße, da halten wir an und fragen, ob er was braucht. Auch Autos, die Leute sind ja hinter meinem Rücken vorbeigefahren. Ich saß mit dem Rücken vorne zum Supermarkt, hier neben so einer Säule, damit ich nicht mitten auf dem Weg sitze und mich niemand umrennen kann. Klingt komisch, ist aber so. Manche Leute gucken nicht nach unten und die rennen über dich drüber. Und nee, die haben gesehen von der Straße aus, da sitzt jemand, haben ihr Auto angehalten, am Fenster runter, haben mich gerufen und haben mir da 1-2 Euro in die Hand oder was zu essen gegeben, gab es auch oft. Und es ist natürlich dann super, also jetzt Bestätigung klingt jetzt doof, aber dass es halt auch noch Menschen gibt, die halt nett und freundlich sind und nicht nur mit Scheuklappen durch die Gegend rennen. Ich würde es anders sagen, nicht Bestätigung, um vielleicht zu beschreiben, was du meinst, sondern ja, zu sehen, dass das Verständnis für deine Situation besteht, weil du bist ja, oder man hat ja auch diese Hemmschwelle, weil ne, man selber weiß, das ist jetzt nicht die Norm in dem Sinne und was werden die anderen Leute denken? Und wenn man dann in Anführungsstrichen die Bestätigung bekommt, dass die Leute offensichtlich oder augenscheinlich Verständnis für deine Situation haben, indem sie dir Geld geben, ja, oder dir was zu essen geben, ich denke, das ist das, was du mit Bestätigung gemeint hast. Und da würde ich auch noch, sorry, kurz ergänzen, ist hier auch vielleicht ein bisschen was anderes, weil hier hat man speziell im Sommer ja auch an der Ampel ja, auch die Künstler, ne? Die jonglieren oder sich da was einfallen lassen während der Rotphase bei der Ampel. Und da ist es ja auch nicht. Man macht nur eine Freude und kriegt dafür was zu. Genau, da ist es auch bei nicht. Bei mir ist halt, man konnte die Hunde streicheln oder den Hund streicheln, jetzt immer noch Hunde streicheln oder die Seifen blasen. Du machst den Leuten einen kurzen Moment eine Freude und dafür geben sie was. Und es ist halt nicht unüblich, da dann auch mal genau aus dem Auto was rauszugeben, ja. So wie in Amerika, wo sie die Scheiben sauber machen. Ist anders. Genau, das wollte ich erklären, weil. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer in Deutschland vielleicht auch, wenn du das schilderst, denkst, bitte, also die halten jetzt im Stadtverkehr, vielleicht wenn man auch den Stadtverkehr in Palma noch kennt, ja, dann ist sowieso alles gesagt. Deswegen gibt es ja die Staus wahrscheinlich. Ja, genau. Scherzkeks, ja.
ihr wisst, was ich sagen will. Ist das vielleicht schwieriger nachzuvollziehen, sich das vorzustellen, aber das ist hier halt wirklich und auch speziell in der Weihnachtszeit ein bisschen was anderes hier in Spanien. Ja, das ist genauso, wie du es sagst. Wir sind ja eigentlich bei meinem Rückblick. Das ist immer ein bisschen ausgeschweift, beide zusammen sogar. Nee, aber es kommt halt die Weihnachtszeit und dann, da ist es hier auch ein bisschen anders, weil dann hat man hier ein bisschen mehr seine Ruhe. Der ganze Tourismus ist weg, man hat seine Stadt wieder für sich, die Spanier. Also über die Jahre kann ich das nur als Erfahrung sagen, dass die Spanier dann richtig aufleben und so, ha, endlich mal können wir in Ruhe spazieren gehen. Heißt auch, die sind erstmal wieder häufiger in der Stadt und haben auch ein Auge gegebenenfalls für ne, so Situationen, weil das ist auch, wie du sagst, die meiden tatsächlich in der Sommerphase eher die Stadt. Ja, ja und auch das Auge für die Situation, weil wir leben ja auch hier, also das klingt komisch, aber die Mieten sind halt relativ hoch, man verdient wenig, irgendein Problem besteht. Wir hatten ja schon öfters das Thema und darum geht es ja auch bei uns. Man kann hier ganz schnell auf der Straße landen. Ich habe auch schon mal erzählt, ich habe Leute kennengelernt, die gehen einen Job nach. Die können sich nur die Miete leisten und jetzt gerade im Winter oder sowas, dann fällt sowas mehr auf. Im Sommer, klar, da schläft einer auf der Parkbank, aber jetzt im Winter, warum schläft er auf der Parkbank und nicht zu Hause? Weil es ist ja kalt. Und da merkt man die Leute, die gehen arbeiten und alles, aber die müssen dort was zahlen, das zahlen, können sich Miete nicht leisten. Und deswegen gibt es ja auch die vielen Stationen in Palma, die Obdachlose bzw. Bedürftige unterstützen, wo es umsonst zu essen gibt, beziehungsweise auch dann vom Roten Kreuz decken oder so. Ja, Andi, da will ich kurz nochmal verweisen. Bei ihm hat man ja auch gesehen, dass es recht fix ging, ne? Ja. Sogar hierher kam, mit einem Job in dem Sinne. Nochmal, er hat auch seinen Teil dazu beigetragen, sagt er ja auch und weiß er auch, aber trotzdem. Und auch er hat natürlich schon geschildert, und dazu kommen wir auch noch, wie viele Schicksale man selber so im Laufe der Zeit mitbekommt, ne, wo es vielleicht auch mal phasenweise der Fall ist, dass die Leute auf die Parkbank, ich sag mal, ausweichen. Ne. Ja, das war halt dann ja, meine neue Phase, was dann halt mein Job war. Ganz lustig, ich habe immer mein Buch und wenn mich Leute gefragt haben, Deutsche, was hättest du gerne, habe ich gesagt, ein deutsches Buch. Weil ich lese lieben gerne und auch relativ schnell. Also wenn ich ein gutes Buch habe, mache ich 300-400 Seiten. Das am wäre Tag. Auch was für die Schuhkartonaktion gewesen, fällt mir gerade ein. Ja, ich habe noch ein paar Bücher hier. Aber ich habe jetzt auch wieder ein paar bekommen vom Lokal, was zugemacht hat. Das, was ich dann nächste Woche zu erzählen habe, wird dann vielleicht ein bisschen turbulenter. Das war dann auch wieder der Rückblick. Ja, und am Ende des Rückblicks sind wir dann auch wieder am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, wir konnten euch wieder ein bisschen unterhalten. Die ein oder andere Info zur Charity-Auktion wird noch folgen, denn wir haben noch das ein oder andere im Petto, wie man so schön sagt. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Auf bald. Hasta luego. Ja, dann bedanke ich mich erstmal beim Andi, dass er bei uns gewesen ist und bei dir, Nikolas, und bei unseren treuen Zuhörern. Hat mir heute wieder richtig Spaß gemacht. Gerade zu dritt war das am Anfang wieder richtig interessant, auch mit der Weihnachtsgeschichte. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch eine besinnliche Zeit. Passt auf mit dem Schnee. Ich habe ja in Nachrichten gesehen, dass bei euch Schneechaos ist und wir haben ja teilweise noch bis zu 20 Grad hier in der Sonne. Ja, auch sobald du im Schatten gehst und der Wind kommt, dann ist es richtig kalt. aber ja, passt auf euch auf und ja, ich sagte mal, tschüss, meine lieben Gestrandeten, bis denn. Gestrandet. Last Exit, Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.